Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, ist das heute so ein bisschen ein, ja, besonderes Video, würde ich einmal sagen. Und zwar geht es einfach darum, dass ich dich suche. Und zwar, für was suche ich dich? Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und vielleicht auch gesehen habt, vielleicht auch sogar dabei wart, war jetzt am Wochenende ja mein Vielseitigkeitscup, mein Turnier. Und da habe ich wieder einmal bemerkt, dass man einfach nicht alles alleine machen kann. Und ich bin da auch wirklich so zum Entschluss dann gekommen, dass ich jetzt einfach einmal mehr aktiv auf die Suche gehe nach Menschen, die Lust haben, mir zu helfen, mich zu unterstützen, aber auch selbst einfach einmal einbringen wollen. Ja, ich möchte es eigentlich gleich so ein bisschen auf den Punkt bringen, was ich mir vorstelle, was ich eigentlich genau suche. Ja, wie ihr wisst oder wahrscheinlich auch schon gesehen habt, habe ich einen Discord-Server zum einen mal und ja, und da suche ich jetzt natürlich zum einen mal so ein bisschen in die Richtung Administrator, aber auch natürlich in Richtung Moderator, das heißt einfach, die jetzt aktiv am Server mich unterstützen, im Sinne von mal neue Räume erstellen, sich um die Rollen zu kümmern. Ich habe da gerade für die Zukunft schon noch einiges geplant, wo ich definitiv jemanden benötigen würde, der sich da so ein bisschen auskennt. Im besten Fall natürlich besser auskennt wie ich, weil gerade Discord ist so eine Sache, wo ich mich gar nicht so gut auskenne. Ja, wenn wir dann so in Richtung Moderator schauen, geht es dann natürlich dahingehend, dass ich gerne jemanden hätte, der so ein bisschen aktiv am Server ist, der aktiv sich so ein bisschen im Chat einbringt, der aber natürlich auch neue Mitglieder willkommen heißt am Server. Ja, und einfach so ein bisschen schaut, dass sich alle miteinander wohlfühlen. Wenn wir dann weiter so schauen, benötige ich auch vor allen Dingen Hilfe bei Livestreams. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ich einfach noch jemanden habe, der im Chat dabei ist, der mir vielleicht auch immer wieder so einen Hinweis dann gibt, wenn gewisse Fragen gestellt werden oder auch neue Besucher mit reinschauen, mir einfach dann per Sprachchannel einfach dann sagt, okay, schau mal kurz in den Chat, da ist gerade wieder jemand gekommen oder da hat jemand der und die Frage gestellt, weil es ja, es manchmal einfach sehr schwierig ist, dass man so alles im Blickfeld hat, gerade wenn man im Spiel ist, wenn man gewisse andere Dinge noch erledigt nebenbei, ist das einfach ganz schwierig, dass man da den Chat auch immer wieder im Auge behält. Und ich habe es gerade jetzt am Wochenende gesehen, dass ich ja viele andere Dinge einfach im Livestream gemacht habe. Das heißt, ich habe einige organisatorische Dinge dann mit den Teilnehmern besprochen, habe dann auch immer wieder in den Discord geschaut, um dort sozusagen alles zu regeln und habe dann ja einfach den Chat vernachlässigen müssen, weil sonst wäre es einfach nicht gegangen. Und ja, das ist natürlich dann super schade und das war mir natürlich auch super unangenehm, als ich dann am Ende des Livestreams gesehen habe, hey, da war ja der und der online und da hat sie ja der und der Hallo geschrieben und ich konnte einfach nicht darauf eingehen. Ja, also da bräuchte ich auf alle Fälle jemanden, der einfach mit dabei ist und im besten Fall per Sprachchannel mit mir verbunden ist
und mir da einfach auch immer wieder so gewisse Dinge sagen kann und aber natürlich auch wirklich aktiv im Chat dabei ist und auch Fragen beantwortet, diverse Links reinpostet. Einige von euch, die vielleicht schon mal in einem Livestream dabei waren, wissen ja, dass ich ja auch Event-Livestreams habe, also wo es wirklich dann auch darum geht, dass wir gemeinsam ein Quiz spielen, dass wir sonstige Dinge im Livestream machen, wo ich natürlich ja alleine so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen aufgeschmissen einfach bin. Das mal so grob gesagt. Es geht aber natürlich dann, für mich würde es dann auch so ein bisschen noch weitergehen. Mir macht das einfach riesengroßen Spaß, Events zu planen. Das muss jetzt nicht immer ein großes Turnier sein, wie am Wochenende. Das kann eben, wie auch schon gesagt, zum Beispiel ein Event-Livestream sein, wo wir eine Runde Quiz-Bingo spielen. Oder wenn ich mal wieder ein Gewinnspiel veranstalte oder wie gerade im Moment meinen Geburtstagskalender, wo es ja auch einen Livestream geben wird. Also wie ihr seht, ich habe da einfach mehrere Events geplant und da lade ich natürlich jeden auch, der jetzt sich bereit erklärt und sagt, ja, hey, ich möchte gern dabei sein, ich möchte gern helfen. Ich bin natürlich da auch super offen für verschiedene Ideen. Also jeder kann sich gerne auch dann einbringen, kann selber Ideen auch vorschlagen. Das kann jetzt gehen in Richtung Ideen für ein Video, was wir vielleicht gemeinsam umsetzen, aber auch für gewisse Events, wo man vielleicht einfach noch so ein paar Ideen mit einbringt. Da bin ich immer dankbar. Und vor allen Dingen bin ich sehr, sehr offen, was das anbelangt. Und ich freue mich da einfach auch auf deine aktive Mitarbeit und gebe da auch jedem die Chance, wirklich aktiv dabei zu sein. Auch was natürlich dann, wenn du zum Beispiel jetzt auch Instagram hast oder vielleicht sogar selber einen YouTube-Kanal hast, wo du schon Videos auch vielleicht hochgeladen hast. Also ich bin da der Letzte, der nicht jedem auch die Chance dann geben will, dass er auch seine Sachen natürlich auch pusht und sich damit seinen Sachen auch ja mit einbringt. Von daher muss man einfach sagen, möchte ich da natürlich auch keinen irgendwie so vor eine Wahl stellen oder sagen so, hey, es gibt jetzt nur mehr irgendwie meinen Discord und meine Ideen, sondern im besten Fall wird das eine gemeinsame Sache, wo jeder auch die Möglichkeit hat, so ein bisschen mitzureden und sich selbst auch einzubringen. Wie ihr ja alle wisst und auch seht, wenn ihr jetzt am YouTube-Kanal seid oder auch auf Instagram und auf dem Discord, ist das Ganze ja in einem relativ kleinen Rahmen. Ich hoffe natürlich, dass es mehr wird und dass es wächst und ich arbeite auch natürlich daran, aber grundsätzlich ist es ja noch relativ klein, das Ganze. Von daher würde ich mir jetzt mal so, ja, 1 bis 2 Personen wäre ich eigentlich schon super glücklich, wenn ich das finden würde. Was erwarte ich mir? Ja, zum einen erwarte ich mir, oder ist so eine gewisse Voraussetzung meinerseits, dass du 16 oder älter bist. Also mir ist, ich möchte jedem die Chance geben, der Lust drauf hat, aber ich sage mal so ab 16, das wäre schon toll. Wenn du jetzt jünger bist, müsste man wirklich dann nochmal sich das im Detail einfach nochmal genauer anschauen. Dann wäre es natürlich toll, wenn du schon so ein bisschen Ahnung hättest, was so deine Aufgaben vielleicht auch sind als Moderator oder Administrator. Natürlich müsstest du Discord-Kenntnisse haben. Je mehr du da an Fähigkeiten hast, desto besser. Natürlich müsstest du die Möglichkeit auch haben, viel mit mir auch im Sprachchannel zu sein. Also
dass du auch ein Mikrofon hast, dass du ja natürlich ins Spiel kannst, dass du aber auch gleichzeitig am Discord schauen kannst und im Chat schauen kannst, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen Multitasking einfach auch bist. Ja, dass du gerne aktiv mitarbeitest, dass du selbst Ideen mitbringst und auch gerne die verwirklichen möchtest. Ja, und im Endeffekt brauchst du dich eigentlich dann nur mehr bei mir bewerben. Ja, ich habe dir da jetzt mal so einen kleinen, ja, so einen kleinen Vordruck gemacht, was ich mir so vorstelle an Informationen, die du mir schickst. Du kannst mir das per Instagram schicken oder natürlich auch gerne per Mail, oder du kannst natürlich auch gleich auf meinen Discord kommen und kannst mir das als Nachricht am Discord schicken. Ja, und da wären halt einmal einfach so die wichtigsten Informationen, dass man sagt, okay, deinen Namen, SSO-Namen, beziehungsweise wie du angesprochen werden willst, dein Alter, auch da, du musst mir nicht dein, also es würde mir schon genügen, wenn du sagst, okay, ich bin über 16 oder über 17, also ich brauche jetzt nicht dein komplett genaues Datum, aber halt so dein Alter, in welchem Rahmen es sich ungefähr bewegt, dann natürlich deine Erfahrung, ob du sowas schon mal gemacht hast, deine Kenntnisse im Discord, YouTube, Instagram, was du da so schon gemacht hast oder eben Fähigkeiten hast, und dann eigentlich nur mehr, was du mir gerne über dich erzählen möchtest. Du kannst mir natürlich da alles erzählen, was du mir erzählen willst. Wichtig wäre mir allerdings jetzt nur so ein bisschen, was halt jetzt SSO betrifft, das Spiel an sich, auch YouTube, da im Chat, Discord, wo da so deine Interessen liegen und was du einfach gerne machst. Wie ihr seht, ich habe es momentan jetzt eben auch in drei Kategorien eingeteilt, also Administrator, Moderator oder einfach Event-Mitarbeiter, habe ich es da jetzt einmal genannt. Aber wie ich es schon erwähnt habe, das Liebste wären mir natürlich jetzt ein bis zwei Personen, die einfach auf alles Bock haben, also die sagen, okay, ich habe die Fähigkeiten, dass ich so ein bisschen am Discord administrative Tätigkeiten machen kann, aber ich habe auch richtig Bock, als Moderator zu arbeiten und einfach auch bei Events aktiv mitzuarbeiten. Das wäre mir natürlich jetzt am liebsten, gerade für den Anfang, aber im Endeffekt bin ich natürlich über jede Hilfe dankbar. Und wenn du jetzt sagst, also bei Events mitmachen oder da mitzuarbeiten, habe ich null Bock, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dir im Discord so ein bisschen administrative Arbeit mache und erledige, bin ich natürlich auch darüber dankbar. Deshalb habe ich es einfach jetzt einmal in diese drei Kategorien geteilt, die du mir mitteilen kannst, aber du kannst natürlich auch alle drei oder auch zwei oder nur eine Kategorie dann im Endeffekt nennen. Gut, das soll es von meiner Seite her für heute schon gewesen sein. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich einfach bei mir. Überleg nicht so lange. Melde dich, bewirb dich bei mir und wir lernen uns einfach mal kennen. Und ich glaube, viele, die schon mit mir zusammengearbeitet haben oder jetzt auch schon bei bestimmten Projekten mitgearbeitet haben, wissen, dass ich ganz, ganz offen bin. Und ja, ich würde mich freuen, auch dich kennenzulernen und hoffentlich auf eine gute Zusammenarbeit. Passt alle auf euch auf und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, alles, alles Gute, eure Ada Breezeflower. Bye, bye. Remember you know.